Hallo Leute, in Ausbruch gibt es einen neuen Glitch, wie ihr Waffen duplizieren könnt. Damit könnt ihr jede Wunderwaffe duplizieren, die ihr wollt. Ich habe jetzt hier nur die Tod genommen, weil es die erste war, die zur Hand war. Also wie gesagt, es geht auch mit Ray Guns und Ray Caves und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie es geht. Ihr müsst auf jeden Fall zwei Spieler sein und der die Waffe kopiert haben will, der muss als erstes mal down gehen. Wenn ihr dann ausblutet, müsst ihr das so timen, dass der andere die Anomalie aktiviert und ihr noch Steuerkreuz nach oben drücken könnt, also zum Aktivieren. Ihr müsst dann aber noch ausbluten, bevor ihr durch den Äthertunnel geht. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt und aus dem Äthertunnel durchkommt, dann habt ihr jetzt die Waffen von eurem Freund komplett dupliziert. Also ihr habt dann alles, was er in der Hand hatte, auch in der Hand. Also ich erkläre es euch jetzt nochmal langsam und aus einer anderen Sicht. Ihr seht da hinten im Hintergrund, mein Freund blutet da gerade aus. Und kurz bevor er ausgeblutet ist, aktiviere ich hier jetzt den Tunnel. So, dass er aber noch drücken kann. Er drückt dann, dass wir dann da durchreißen können. Er muss dann aber noch rechtzeitig ausbluten, bevor wir durchgereist sind. Hört sich irgendwie total kompliziert an, aber wie gesagt, ist echt easy. Einfach einen ausbluten lassen. Kurz vorher die Abstimmung machen, dass ihr reißen könnt, dass ihr noch drücken kann dafür. Dann muss er rechtzeitig ausbluten und sobald er dann jetzt hier wieder neu reinspawnt, hat er komplett die Waffen von dir dupliziert. Also es geht mit allen Wunderwaffen. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, Peace.